Ich bin jetzt anwesend. Ja. Auf unserem Gehöft. Gehöft. Hallo Pringles, na, mein Kleiner. Ja. Ja, Kleines. Hat er was zu essen, das arme Tier? Rück. Kannst du das mit dem Ball? Das, den werfen? Warte, ich muss dem erstmal was zu essen geben hier. Essen abfüllen, so. Gib mir mal das Bällchen. Ich krieg das nicht in den zu werfen. Toll ist nicht, ne? Aber das war nicht schlecht. Bei mir ist es eher wie eine bleierne Ente. Plopp. Mehr tut nicht. Herbert, vielen Dank für dein Follow. Jetzt hat der Pringles gleich den Hund. Da hat der Pringles gleich den Hund gefressen, den Ball mitgenommen. Ja, fein. So ein feiner Pringles. Ja, ja. So. Hundi ist da. Alles ist gut. Bist du auch da? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Im Anflug. Oh, hier steht hier steht alles Kraut und Rübenkraut. Du schon mal ein Bienenhaus kaufen. Muss ich das auch mal gucken. Das sieht schön aus. Ey, wir haben 483.000 und du willst schon wieder Geld ausgeben. Ja, Bienenhaus. Das sieht hier aus. Du siehst nur meine Einstellung. Ja, das stimmt. Weil wir Manus noch nicht sehen können. Also, ich habe mein Bienenhaus auf meinem persönlichen... Wo bist du denn überhaupt? Wer? Du. Ich reise noch. Ach, du reist noch. Bei mir standst du schon als da. Nein. Meine Tasse ist leer. Das stimmt. Das ist bedauerlich. Da, als wenn der Mann das gehört hat. Vielen Dank, Ehemann. Bist du jetzt da? Ja. Dann komm mal bitte hier zum Carport. Was? Ich stehe hinter dir. Hörst du den Schock, schwere Not. Das Grauen hat einen Namen. Ja, genau. Also, bei mir steht dieses Bienenhaus hier zwischen. Ja, stell doch mal hin. Da passt es doch wunderbar hin. Frau. Schön grün, mit den zwei Pappeln hier. Wunderbar. Tiere, Bienen. Und dann dieses wunderschöne, große... Ja, das ist... Hättest du die Bienenwaben gerne nach außen oder gerne nach innen zum Haus hin? Ich weiß nicht. Nicht zum Haus hin. Zur anderen Seite, dass sie aufs Feld rausfliegen. Zu spät. Ah, ja. Klar. super. Immer wenn du dein Haus verlässt, ne? Ja, ist doch schön. Hast du erstmal drei Pusteln im Gesicht. Ach Quatsch, du übertreibst maßlos. Ich habe eine Bienenallergie. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, das Bienenhäuschen steht. Ja. Man muss an dem Baum vorbei, wenn man hier reingeht, aber egal. Ja, der Flug hat Verspätung. So. Haben wir eigentlich schon Hühner? Ja, wir haben doch gar keine Hühner. Haben wir keine Hühner? Haben wir schon Platz für Hühner? Was ist denn hier eigentlich drauf? Ach, September. Ah, ja. Unkraut. Wachsend. Wo ist denn hier Unkraut? Hochtrat, was? Wir müssen striegeln. Aber hier ist überhaupt gar kein Unkraut. Wollten wir nicht mal Unkraut ausmachen? Ja. Nein, wir müssen striegeln. Was müssen wir? Striegeln. Ja, aber hier ist doch gar kein Unkraut. Wo denn? Ich sehe es auch nicht. Ja, aber bevor es kommt, oder? Ach was. Oder nicht? Ich weiß nicht. Warte mal, was steht denn an den... Gehört das überhaupt uns? Ja. Was gehört denn noch uns? Muss gepflügt werden, muss gewalzt werden. Das mit dem Walzen ist ja jetzt ziemlich neu, ne? Die Frage ist, hier auch Unkraut wachsend? Also, ich sehe nichts. Ja, sehen tue ich auch nichts, aber bevor ich sehe, würde ich es gerne weghaben wollen. Paul, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Wir haben kein Dingens. Wir haben kein Striegel. Nee, natürlich haben wir kein Striegel.
Weil wir hatten ja auch noch kein Unkraut. Eben. Die Frage ist jetzt, kommt, ist da jetzt Unkraut da und oder ist das erst danach, wenn es wächst? Das ist ja die Frage, die wir haben. Also ich habe bis jetzt auch nur Unkraut gesehen, also Unkraut gelesen, wenn Unkraut schon zu sehen ist, ne? Eben. Das ist... Weiß der Teufel was von Unkraut. Ach, jetzt bin ich wieder irgendwo eingestiegen, Mann. P. Kartoffel, Rüben, Baumwolltechnik, Traubentechnik, Steinsammler. Das Feld weiß, dass Unkraut wächst. Wenn es also gestriegelt werden will, dann müsst ihr ran. Das Feld weiß das. Ihr könnt, glaube ich, mit der Unkrautspritze drüber. Ja, aber steht ja extra Striegel, ne? Will gestriegelt werden, das Feld. Striegel. Mhm. Welchen Striegel hätten Sie denn gern? Ja. Nicht zu groß, weil sonst kann man wieder nicht wenden und sowas, ne? Genau, also der erste Striegel, da steht nichts da. Beim dritten Striegel, das ist nur für Gras, Öl, Dingsbums und Raps. Hans Schwarz, beim Striegeln kommt das Unkraut wieder, hä? Beim Striegeln kommt das Unkraut wieder. Aber. Und du meinst, mit Spritzen geht das weg? Oh, eine Tasse Tee von Sonja für den Chat. Oh, prima. Wo ist eigentlich mein Traktor? Was ist das hier eigentlich für eine Kackordnung? Warte mal, ich muss einmal gucken. Bei der Spritze ist das Unkraut tot. Ja, tot ist besser. Warte mal, da ist nichts drin. Ja, dann werde ich mal die Spritze Fahrrad machen, ne? Und ich glaube, was hältst du davon, wenn ich die 44 mache da? Da muss gesät werden, als Auftrag. Ja, dann gib Gummi, mach du alles, was du kannst. Feld 44 säen, was gibt's denn da? Gerste. Das kannst du doch. Du hast doch nur Amazone hier. Ja, ich würde auch sagen, wir nehmen unsere Maschine, ne? Ich weiß zwar nicht, ob man da gut wenden kann. So. 600. Haben wir denn noch irgendwo, irgendwo? Irgendwo? Was denn? Irgendwo Zeug. Nee, haben wir nicht. Na, hier haben wir sowas nicht. Ne? Sprühzeug meinst du? Herbizid. Nee, das ist. Hier auf dem Spielstand haben wir das nicht. Das ist auf dem anderen, ne? Mhm. Kannst Wasser mal, oder haben wir da hinten Herbizid schon? Weiß das war nicht. Beinahe ein Unfall. Beinahe. Beinahe. Oder steht jede Menge Zeug rum, ne, oder? Was hast du hier schon wieder alles hingestellt? Sag. Nicht? Ich habe noch gar nichts gekauft. Aber ich bin im Begriff. Cat Wiesel, einen wunderschönen guten voll. Abend. Hallo Cat Wiesel, ich bin schon voll. Doch, hier steht was. Was ist denn das hier? Das ist schon die erste drin. Ich nehme mal an. Was? Ach Quatsch, warum habe ich das jetzt abgemacht? Was steht hier denn rum? Flüssigdünger, das wollen wir nicht. Nee. Ach Gott, nee, schon wieder einkaufen gehen. Ich hasse einkaufen. Big Paletten. Ach nee, flüssig Shopping. Müssen wir nehmen, ne? Paletten. Nee, Herbizid. Ja, wir brauchen flüssig, ne? Das gibt's ja auch nur flüssig, glaube ich, das Pestizidgedöns. Ach Quatsch, Pestizid. Ja, müssen wir diese nehmen, ne? Mhm. Das ist eine Mod. Dieses Bienenhaus ist eine Mod. Ja. 2000, oh Gott. Kauft mal ein Teil. Reicht ein Teil für beide Felder? Wahrscheinlich nicht, ne? Eins für beide? Ne, ja. Glaube ich nicht. Ach, ich kann ja noch eins nachholen. Haben wir da schon den Zusatztank eigentlich dran? Ich hätte einen Zusatztank, aber den will ich jetzt nicht ranmachen. So, haben wir. Da wusste ich jetzt gar nicht, ob wir das da... Also der ist jetzt nicht gerade nicht dran, aber den haben, tun wir den. Ach so, ja. Warte mal.
So, dann machen wir mal gucken, wo man hier am besten... Und hier alles rumsteht. Guck mal, hier ist auch noch Saatgut. Steht hier auch noch rum, oder was ist das da? Wo? Hier steht noch Saatgut rum. Ja, sehr gut. Ja, ich habe jetzt hier die Bar voll. Ich nehme jetzt erstmal das, was drin ist, und dann muss ich sowieso noch mal nachholen. Warum kann ich das jetzt nicht aufholen? Feld 44 ist das, was wir auch haben wollen später, glaube ich. Kann sein. Mhm. Warum kann ich das nicht auffüllen? Was ist... Kannst du das nicht auffüllen? Oh, da ist bestimmt noch Dings drin. Da ist bestimmt noch was drin. Ne? Warte mal. Ach, oder die ist noch voll. Ja, die ist noch voll mit scheiß Pflanzendünger. Ja, das ist natürlich... Warte. Entladen. Oh, siehst du, jetzt ist da nichts mehr drin. Ja. Weil du Dünger drin hast. Guck mal, steht schon zehnfach im Chat. Es geht schon wieder los. Ach, oh. Oh, Mann, ey. Feldspritze auffüllen. Wenn ihr pflügt, dann braucht ihr kein Herbizid, weil das Unkraut nicht kommt, aber es steht ja am Feld dran. Da ist ja schon gesät. Das ist ja schon, das ist ja, da ist ja schon eigentlich alles drauf. Theoretisch. Theoretisch, ja. Oder soll das Unkraut tatsächlich erst nach dem Wachstum kommen? Aber warum schreiben... Das verstehe ich auch nicht so ganz, ne? Warum schreiben die die Sachen schon ran, obwohl die tatsächlich erst nach dem Wachstum kommen? Ja, das verstehe ich eigentlich auch nicht. Du bist beim Säen, ne? Ich mach mal die Zeit ein bisschen schneller, oder? Ja, ja. Warte mal, ich muss jetzt mal Cookie-Lookie machen. Zehnfach, oder? Ja. Ja, mach mal Abendessen ganz in Ruhe, liebe Grit. Du kannst ja nichts dafür, dass deine Uhr kaputt ist. Nach dem Säen müsst ihr walzen. Das mit dem Walzen ist, das Update mit dem Walzen kam, nachdem wir das Feld fertig gemacht hatten. Ja. Schon. Also ich zieh mal hier so eine Bahn, mal gucken. Schlimmer kann es ja nicht werden. Oder? Nee, der Hans schreibt ja, du sollst mal eine Bahn machen irgendwie und dann mal gucken. Mach mal eine Bahn, schaut dann auf die Felder. Was verändert, ne? Schlimmer kann es nicht werden. Schlimmer wird immer. Sieht zumindest mal ganz gut aus, so, ne? Bin ich auch. Bin ich auch. Irgendwas passiert da auf jeden Fall. Bist du noch hier? Wer? Du. Wie hier? Wo? Am Hof. Nein. Ich sehe. Ja, das sieht warte doch mal, gut warte aus. Warte mal, warte weil mal. Weil mit dem Walzen, das war ja tatsächlich da. Das kam ja erst später, ne? Das... Ja, genau. Richtig. Ach, du bist da drüben. Ich hab dich gesehen. Du hast mich gesehen beim Säen. Also die Düngemaschine ist auch schon genial, ne? Da bist du auch ruckzuck durch. So, da könnt ihr mal die Frau beobachten. Steigt nämlich gerade mal aus. Sowas von schräg gefahren, warum auch immer keine. Jetzt ist das Unkraut hier weg und muss nur noch gewalzt werden. Die Frage. Also geht das auch? Die Frage ist. Sollten wir jetzt noch mal walzen? Weil auch wenn das Update später gekommen ist, vielleicht sollten wir das tun. Ja, aber wenn das da nicht mehr steht? Doch, das Walzen steht ja noch da. Aber da, wie gesagt, das mit dem Walzen ist ja erst nach dem Update gekommen. Ja. Hm. Da gab's keine Zeitänderung. Deine Uhr geht falsch, lieber Friedhelm. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Friedhelm. Oma Jule, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, komm noch einmal. Einer geht noch. So.
Schaffst du das? Ja, ne? Die Leute gucken dir zu, das weißt du, ne? Hm. Ich bin ein bisschen quer hier gerade, aber egal. Ja, also, ja, du weißt doch, nimm ihn. Also. Was? Ach, vergiss es, die wollte ich nicht erklären. Nein. Und du düngst jetzt. Ich düng jetzt, also ich düng nicht, also ich vernichte. Das ist, Josie, das ist eine Sämaschine und zwar die Amazone. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein Mordsgeschoss. Ich sähe gerade Gerste auf das Feld aus. Ja. Ach, kein Wunder, das ist schräg gefahren. Das Feld ist ja auch schräg. Ja, das natürlich. Also wenn ich Glück habe, komme ich mit einer Ladung hin. Ne? Mal sehen, hier bin ich schon gewesen. Ich muss nochmal zusammenklappen. Das ist ja aber auch ätzend hier, ne? Muss ich ja mal so sagen, ne? Das Einzige, was bei der Amazone ist, dieser Wendekreis, der ist schon teilweise wirklich, ne? Deswegen würde ich mir überlegen, ob ich das immer mache, ne? Also hier bin ich praktisch schon gefahren. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, komm schon. Vielleicht schaffe ich ja das doch, dass ich alles mitnehmen kann mit einem Mal. Ah, sieht schlecht aus, ne? Gerade so, wenn überhaupt. Ach, komm schon. So. Spritze an, los geht's. Menno. Hm. Ach, Menno, ich muss tatsächlich nochmal einen Rand spritzen. Ja. Mmh. Toller Trecker. Hat sie sich von meinem Geld gekauft. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht, das ist unser Geld, ne? Ach, unser Geld? Ja, das ist unser Geld. Ohne Worte. Ich habe dafür hart gearbeitet. Ja, ja. Ich nicht, oder was? Ja, ja. Oh, herrlich. Oh Mann, ey. War das eine rhetorische Frage? Ey, wir müssen uns ja auch noch eine Walze kaufen, ne? Ja. Ja, ja. Ich habe mir auf meinen eigenen auch schon eine Walze gekauft. Und das machst du dann wann? Na, also du... Also ich werde die Felder gleich nochmal walzen, damit das Ding auch weg ist. Okay. Aber das ist schon gesehen. Wenn wir eine Facecam benutzen, wir wollen keine Facecam benutzen. Das hat schon seinen Sinn und seinen Zweck. Das wollen wir tatsächlich nicht. Ihr sollt ja auch den schönen Trecker angucken. Ja, ah. Ne? Wir wollen doch nicht ablenken. Oh, du bist ja auch gar nicht, überhaupt gar nicht eingebildet oder sowas, ne? Also, das mit dem Schrie... in die Richtung oder in die Richtung. Das mit dem Walzen werde ich gleich mal ausprobieren. Warte mal. Ich muss jetzt nur einmal ganz kurz gucken, ob jetzt hier auch nochmal Unkraut gestriegelt werden muss. Ja, also, das hier ist auch Unkraut wachsen. Also, der Hans hat jetzt quasi recht gehabt. Mit dem Herbizid, er spart uns das Striegeln. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Dankeschön, Paul. So. Fahr mal aus, das Teil hier. Scheiße, dass ich jetzt hier echt so mitten übers Feld fahre. Das ist ja eine Kacke. Ja, ja, guck mal, wirst gleich nervös, ne? Nee, aber das ist... War das so? Warte mal. Welches Stück fehlt denn? Kaum kriegst du ein Kompliment, da fällt sie gleich wieder aus. So Hose, nee, das ist so schief. Das ist irgendwie. Das haut mich vom Sitz. So, ich entlaste dich mal, dann kannst du wieder so ein bisschen. Ne? Dann seht ihr, was ich mache und dann kannst du dich da in Ruhe austoben. Dieses Chaos in Ordnung bringen. Nein, nein, die sollen jetzt endlich mal wieder Profi sehen, weißt du, nicht so dilettantisch. Oh, was ist das hier? Staub.
Das ist nicht zum Aushalten. Hallo, willst du etwas anderes sagen? Oh, dieser Wendekreis mit diesen Dingern ist aber echt zum Jammern, ne? Ja, der Pro. Was? Nix, was? Was? Was möchtest du mir erzählen? Komm. Ach, ich muss mich konzentrieren. Ich bin hochkonzentriert. Im Übrigen hatten wir von diesen Feldern überall die Steine runtergemacht, wollte ich nur mal gesagt haben. Wenn man jetzt mal auf mein Bildschirm guckt. Die Steine sind wieder da. Ja, die Steine sind wieder da. Ja, das ist ein Graus mit den Steinen. Wie war das mit deiner Liebe, meiner Liebe zu dir? Grenzenlos. Ja. Frag dich nur wann. Ja, das haben wir noch nicht geklärt. Steine sind Steine, ja. Ich kenne das Lied, Ehemann, ich kenne das Lied. So, also. Aber guck mal, wie quer und schräg hier alles gemacht wurde, ne? Da sieht man genau, wer auf diesem Feld gearbeitet hat. Ja, wann hast du das gemacht? Wieso ich? Hallo? Sag das nicht. Nee, natürlich nicht. Nein. Eine Amazone macht das. Die und nimmer nicht. Schon klar. Ja. Das Problem ist beim Walzen, dass du es nicht siehst. Oh, also das zumindest ist gar hatte, nicht. Zumindest ich hatte ich jetzt auf dem Einzelplayer hatte ich jetzt das Problem, dass ich es nicht gesehen habe. Ja, das ist natürlich, also. Wenn du noch walzen willst, dann mach die Zeit langsamer. Hapsch. Danke für den Tipp, lieber Philipp. Warum? Weil? Ja, warum ich muss auch noch beide Felder walzen. Du machst ja nichts. Ich sehe. Du tust, als wenn du arbeitest, ansonsten. Ja. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Das war knapp. Oh mein Gott. Er fährt jetzt ein Cabrio. Ja, so, guck mal, so günstig kann man sein Auto umbauen, weißt du? Das ist doch eine Nebeneinnahmequelle. Ja, ich mach die Werkstatt auf. In Ulm kann man nichts ein Cabrio. Hier werden sie geholfen. Genau. Aber irgendwie fahre ich auch schräg. Ich hab's heute auch nicht mit dem gerade. Oder ich guck schief, das kann natürlich auch sein. Ja, das muss ja sein, denke ich. Hallo. Hallo. Du verletzt meine Gefühle. Nein. Niemals. Nein. Ich glaube, da hinten muss ich tatsächlich schon wieder eine ziehen, noch eine Bahn. Oder? Kriegen wir das hin? Wahrscheinlich nicht, weil ich schief gemacht habe. Jetzt auch. Du hast es schief gemacht. Eigentlich? Der hat sich ja gerade eine Fratze geschnitten und vorsichtshalber eine Kappe aufgesetzt wegen dem Wind ums Haar. Vielleicht hat der ja aber auch keine Haare mehr gehabt. Das ist ja auch möglich. Die Haare kleben noch an dem Düngegerät. Aber ich bin schon längst fertig. Ich sehe mir hier einen Wolf und bin schon fertig. Dazu sage ich jetzt nichts. Jetzt eben, nicht. 7000 Punkte hier. Ich bin sehr, 8000, ja. Bin sehr stolz auf dich. Das nur mit einer Füllung. Ja. Wie viel hat die Füllung gekostet? Ja. 800. Ja. Ja. So. Jetzt komme ich erstmal nach Hause. Diese eine Dings werde ich jetzt. Muss ich nur gucken, wie ich die Teilbreiten einstelle. Warum Platz für die Hühner? Oh, Platz für die Hühner. Wir haben noch nicht mal irgendwie Geld für Gras oder sonst irgendwas und. Teilbreiten einstellen. Wie? Wieso Gras? Arbeitsbreite einstellen mit R. Das reicht. Und. Los geht's. Jetzt spritzen wir hier nämlich nur noch die Mitte. Boah, diese französischen Baguette. Die Franzosen können einfach nicht Auto fahren. So.
Hier wird geraucht? Was? Wer? Was? Wo? Ja, ja. Wo? Ein Bild im Discord. Ja, muss ich später gucken, liebe Josie. So. Perfekt. Jetzt können wir den Kram zusammenklappen und los geht's. Du könntest ja mal gucken, dass du mal eine Walze ranholst. Eine Walze. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Weil hier vorne... Irgendwie... Ach, hier ist nicht ordentlich gearbeitet worden. Das ist alles. Unglaublich. So, Ertragsbonus liegt jetzt bei 73%, weil muss noch gewalzt werden. Ich muss gucken. 1. 11. 8. Da oben, okay. Eine Walze. Eine Walze. Guck mal, schon ist wieder Ordnung. Ja. Ich fahr schon mal die Walze holen, ne? Ich hab sie noch gar nicht gekauft. Ja, dann gib doch mal Gas. Also es gibt zwei. Es gibt einmal eine für 41.000. Power Roll. Roll. Guck auf die Breite. Elbo. Die hat eine. Ach so, wegen dem Gras. Ja, 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 klar wird hier geraucht, natürlich. Hier wird sogar das Gras vom Rand abgemäht. Ach nee, es war anderer Spielstand. Alles. Und also das ist die Breite 12,3 und der andere hätte die 24,3. Ja, wir behalten lieber die 12, oder? Ja. Wenn wir was Größeres brauchen, kaufen wir uns was Größeres. Hast gekauft? Ich bin schon da. Ja. Ein Glück. Ach Quatsch. So, zurück. Nicht die aus Grastechnik. Wir machen den eigenen Anbau. Bitte. Was glaubst du, warum wir so sind, wie wir sind? Das hat alles Gründe. Oh Gott. Erzähl das kein. Ey, die Leute glauben das noch, ey. Ja, na nun, also. Hallo? Ja, was? Feld 43. Wir brauchen Schotter. Was ist das hier? Oh, das waren 4 Süßstoff. Oh je. Oha. Mein Mann denkt heute, ich bin nicht süß genug. Und da hilft der Süßstoff. Da hilft der Süßstoff. Okay. Ich werde, glaube ich, mal Feld 43. Woanders jetzt. Werden Pilze geraucht? Ne, das nicht woanders, das wird hier gemacht. Die Expertin dafür sitzt hier an meiner Seite. Also theoretisch. Jetzt muss ich auch rumfahren. Pilzbeauftragte hier. Pilzbeauftragte. So, ich werde da mal Grubberl annehmen, ne? Damit wir mal. Weißt du, was doof ist? Wir haben ups, beinahe. Aua. Boah. Wir haben Dings. Was? Wir haben überhaupt kein. Wir haben keinen Platz. Ach nee. Na, du bist ja witzig. Wo tun wir denn unsere Hühner hin? Oh. Sie ist witzig, weißt du? Aufklappen. Weil das dauert ja dann noch bis nächstes Jahr, bis wir ein Tierchen ja, haben. Ja, das stimmt. Das ist aber doof. Das ist, wie soll ich das sagen? Das ist doof. Warum brauche ich denn Gewicht? Na egal, nehmen wir mal mit. Denken. Zack, dran damit. So. Lose geht's. Jetzt nicht. Oh, das ist ja ein cooles Teil. Habe ich noch gar nicht gesehen. Krass. Ja, ja. Du bist doch noch hier. Nee, du bist nicht mehr hier, ne? Ich hol gerade den Grubber ab. Das Problem ist, dass ich tatsächlich nicht sehe, wo ich schon gewalzt habe. Und das ist das, was nervig ist. Das ist blöd, dass man das nicht sieht. Du hast 2 Nächte gut geschlafen. Dann hast du besser geschlafen als ich. So, hab ich jetzt das Problem dran? Ist tatsächlich, was ich habe. Ich sehe nicht, wo gewalzt wurde. Ich kann den Unterschied nicht sehen. Also nicht wirklich. Ja. Also wirklich schwer, ne?
Ja, das ist aber blöd, dass man das nicht sehen kann. Schau mal auf die Farbe, auf die Karte, ob sich die Farbe ändert. Ach so. Ja, okay, das. Boah, ruckel, ruckel. Entschuldigung. Entschuldigung. So, wurde gemulcht, muss gepflügt, muss gewalzt werden. So. Wir ja. befinden uns hier, ja. Guck hier, die Farbe verändert sich. Wo denn? Zeig mal. Ah, da. Okay. Mhm. Okay, also von hellblau, dunkleres Blau. Mhm. Na toll, jetzt muss ich auch noch eine Karte fahren. Heididei. Oder ich lasse es. Haben wir Geld? Ich denke nicht. Ach nee! Meine Liebe zu dir ist wirklich absolut grenzenlos. Hier diese muss Bäume. Ich das Gewicht senken oder was? Bei was? Beim Grubbern? Nein, das Gewicht doch nicht senken. Ja, da steht Gewicht senken. Nein, das kannst du, aber das musst du natürlich nicht, denn schleift sie auf den Boden. Also. Unter Umständen. Ja, das heißt hier unter Umständen. Man weiß. Wieso will das denn nicht. Der Traktor jetzt nicht fahren? Öffnen. Der Traktor will nicht fahren? Nee, mein Traktor will nicht fahren. Der ist viel zu schlappi. So, warte mal, soll ich mal gucken, wie das hier aussieht. Achso. Ich muss jetzt einfach mal Pi mal Daumen rechnen. Ich gehe jetzt mal ein Stückchen weiter rüber. Vielleicht überlappe ich, aber das ist dann ist mir lieber. Ja, das ist ja besser, als wenn du irgendwas auslässt. So, ich schalte mal auf dich rüber, ne? Ja, ich grubber hier so ein bisschen vor euch hin. Jetzt habt ihr hier super geniales Fernsehen. Super geniales Fernsehen. Er versucht im ersten Gang. Ist das sein Ernst? Der Traktor, der hat coole Räder hier. Das ist echt ein cooles Ding. Der hat die Dings, die Schlappen an. Das ist witzig. Das ist schon cool, ne? 4 Meter ausgelassen, aber nicht so schlimm. Was? Wer hat 4 Meter ausgelassen? Ich hoffe, du meinst nicht mich. Ich habe ja gerade erst angefangen. Ich kann es nicht sein. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe 4 Meter ausgelassen. 4 Meter? Wo denn? Zwischen den Streifen. Ich hasse es, wenn ich das nicht sehen kann. Philipp hat recht. Ich habe 4 Meter ausgelassen. Ups. Nein, 2 Meter, aber oder so. Aber trotzdem ist es ärgerlich, dass ich da jetzt noch mal rüber muss. Naja. Wie gut, dass das keiner sieht gerade, was ich hier veranstalte. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier am besten mache. Na, besser doch von hier wahrscheinlich. Wenn ich das auf deinem Feld gemacht hätte, Philipp, hättest du auch gesagt, ist nicht so schlimm. Ich frage für einen Freund und meine Freunde sind sehr neugierig. Ich muss mal gucken, ob ich, wenn ich weiter wegscroll, ob ich das dann besser sehe. Ich glaube, das sehe ich ja, dann ein bisschen besser. Sein, dass du das ja, ja, da sehe ich das dann ein bisschen besser. Mich nervt es, dass ich das immer auf und zu klappen muss hier hinten bei den Bäumen, ne? Die müssen wir bei Zeiten vielleicht mal. Das sind doch unsere Bäume, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Du willst doch nicht die Bäume fällen, oder? Ja, doch, vielleicht die, die so ein bisschen, weißt du? So sehr störend sind. Also. Klar, weil du es bist. Bei Manu, naja. Oh. Was? Was? Boah. Sollte es tatsächlich noch mal ein Wunder gegeben haben. Was? Ein Wunder? Wunder. Geschehen immer wieder. Ja, ja. Das ist wirklich echt schlecht zu sehen, ne? Dass wir heute irgendwie noch einen Ernteauftrag machen können und einen schönen großen. Oh ja, da hatte ich auch noch Bock drauf. Mhm. Gucken, was da so nachkommt. Ich habe alle abrasiert, aber das ist doch Umwelt und so. Wir können ja auch neue setzen.
aber woanders hin, da wo die halt nicht so störend sind. Ich glaube auch, dass das irgendwie... Ja, ja, Philipp, ja, ja. Es ist ein Wunder geschehen, lass mich! Was für ein Wunder? Ja! Ja! Ich auch, Josie, ich auch, glaub's mir, ich auch. Und es gibt nur ganz, 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 ganz viele, die das auch gebrauchen können. Das stimmt. Aber ich habe jetzt tatsächlich, ich kann euch das gleich mal zeigen, eine Möglichkeit gefunden, wie ich wirklich das a little bit sehen kann. Ehrlich? Wie denn? Zeige ich euch gleich. Ich muss nur einmal kurz wenden. Oh, danke, Philipp. Ich dich auch. Ah, ah ja. Ah ja. Weil ich bin jetzt über dem. Und jetzt sieht man so ein bisschen den Unterschied. Gleich mal wo? Wo siehst du den Unterschied? Neben dem Traktor ist das ein bisschen heller. Die linke Seite ist ein bisschen heller. Die linke Seite ist... Ich sehe das jetzt nicht, aber ich habe den Stream... Verzögert, ne? Ja, es kann gut sein. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade guten Blick dafür. Nur nicht weggucken. Dankeschön, Josie. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Liebe. Ja, wir kriegen Liebe. Wir geben auch Liebe, ne? Wir geben ja. Liebe? Bei wem? Was? Wo, warum? Nein? Wieso denn? Warum? Warum? Tut denn das Not? Tut denn das Not? Was? Nee. So weit kommt das noch. Nein. Aber siehst du es jetzt? Nein. Immer noch nicht? Nein. Hast du Cookie-Lies geputzt heute? Ja. Nicht rückwärts! Wieso fährt der denn rückwärts? Fahr doch vorwärts! Junge, was machst du denn? Oh nein, das war schon wieder ein Helfer. Nein, nicht Helfer! Was steht da? Gerät falsch angehangen? Wovon redet der? War ich das oder warst du das? Was macht der denn? Gerät falsch angehangen? Das bist du, glaube ich. Ja, ja, der macht hier... Guck mal, was der hier macht. Der fährt rückwärts. Der fährt rückwärts? Wenn ich jetzt vorwärts... Wenn ich vorwärts drücke, was ist denn jetzt passiert? Hast du abgekuppelt? Ja, ja, aber wenn ich jetzt vorwärts fahren will, guck mal, dann fährt er rückwärts. Hä? Der hat sich gedreht. Warte mal, wie geht denn das jetzt nochmal? Drück mal auf den, auf den rechten Stick, aber draufdrücken. Oder auf den linken, draufdrücken. Dann wechselst du die Ansicht, ne? Der guckt jetzt nach hinten, deswegen ist das. Ist aber warum? Bist ich will da gerade ausgucken. Gekommen, denk ich, ne? Wie kriege ich das hin, dass ich gerade ausgucken kann? Fahrtrichtung wechseln, umschalten B. Umschalten B. Oh! Gott sei Dank! Hallo! Geht's dir gut, Meister? Guck mal, jetzt fahren wir wieder geradeaus. Herrgott! Schock, schwere Not!